Michael und ich hatten das lange geplant und heute haben wir Zeit und Kaiserwetter. Schwimmwesten an, Schlauchboot griffbereit. Und etwas Cabrio fliegen. Eine wunderbare Aufnahme von Michael über die gesamte Insel. Auf Helgoland bekommen von uns Piloten immer Bestnoten. Sie sind entspannt und immer hilfsbereit. Ja, wir haben uns hier so eine Arbeitsteilung gemacht. Ne? Du verstehst was davon und ich... Ich verstehe was vom Golfspielen. Wo kommt er denn hin? Vorne habe ich eine Ente und ganz vorne habe ich einen Tiger. Es fängt gerade ein Tiger. Ne? Ja. Und zur Freude vieler Menschen. Nur wir müssen ihn nachher abnehmen. Ja, das wäre besser. Das wäre für ihn doch ein unruhiger Flug zurück. So, ihr seid? Moin. Hallo. Genau, die Grumman. Genau. Da haben wir das nämlich alles schon fertig. Ja, fertig. Danke. Alles unten bezahlen bitte. Ach so, ne? Am okay. Restaurant und dann ist alles wunderbar. Ja. Ja. Sag mal, die Fähre, die geht doch. Fähre fährt um 12. Ja. Der Taxifahrer nimmt euch vielleicht mit und dann müsstet ihr euch jetzt ein bisschen sputen. Okay. Ne? Mein
über die Innenstadt und dort hinten zur Düne, Flugplatz. Abends gibt es dann den Lummensprung. Die Jungen stürzen sich von den Eltern angefeuert ins Wasser und werden dann von ihnen in die offene Nordsee geführt. Und da ist sie, Helgolands Wahrzeichen, die 48 Meter hohe Lange Anna. Fotoshooting. Anna rechts, Anna Mitte. Und das Resümee von 4 Stunden Helgoland? Architektonisch nicht gerade ansprechend, geschunden durch den Krieg, aber ein einzigartiger roter Fels in der Brandung mit fantastischen Ausblicken. Vielleicht bin ich einmal abends hier, wenn die Touristen weg sind und die Jungvögel fliegen lernen, direkt in mein Herz. Der Wind derzeit 300 Grad mit 4 Knoten.